Moin Moin, hier ist der Zapp. Willkommen zu einem neuen Format, dem Reingezappt und Angezockt meiner Kurztestserie. In dieser Episode stelle ich The Cycle vor. Das Spiel ist in einem Open-Alpha-Test vom 5. bis 8. Juli. The Cycle gibt es bei Epic Games für PC, PlayStation und Xbox und jeder darf kostenlos reinschnuppern. Das habe ich getan und möchte meinen ersten Eindruck mit dir teilen. Was ist The Cycle? The Cycle ist ein matchbasierter Sammelshooter, bei dem man als Einzelkämpfer oder in Teams aus bis zu 4 Spielern auf einem Planeten landet. Insgesamt landen aber 20 Spieler gleichzeitig auf der Map. Der Planet hat eine Art Energiefeld, das in einem 20-Minuten-Rhythmus um den Planeten kreist und darum muss man am Ende auch unbedingt das Evakuierungsschiff rufen und benutzen, um Leben zu entkommen. Auf dem Planeten geht es darum, Erze oder andere Ressourcen zu sammeln, sich gegen die Monster und die anderen Spieler dort zu verteidigen und zu versuchen, in 20 Minuten so viele Ressourcen wie möglich zu bekommen und das ohne dabei zu sterben. Am Ende muss man dann halt noch lebend vom Planeten entkommen und möglichst in der Endbewertung besser sein als die anderen Überlebenden. Wo gibt es The Cycle und was kostet es? The Cycle ist derzeit kostenlos im Epic Store verfügbar und befindet sich noch in der Alpha-Testphase. Es ist wohl auch langfristig als Free-to-Play ausgelegt und besitzt trotz dieser frühen Entwicklungsstufe bereits einen Shop, in dem man Gründerpakete kaufen kann. Diese enthalten aber momentan nur Skins und Emotes sowie Item-Shop-Währungen, mit der man weitere kosmetische Dinge kaufen kann. Zumindest momentan ist damit kein Pay-to-Win im Spiel enthalten. The Cycle wird von Jaeger Development aus Berlin entwickelt, die bisher vor allem mit dem düsteren Kriegsshooter Spec Ops The Line und Dreadnought, einem Science-Fiction-Kampfflugsimulator, auf sich aufmerksam gemacht haben. Open Alpha Development. Jaeger geht einen ungewöhnlichen Weg. Sie wollen das Spiel gemeinsam mit der Community entwickeln und so früh wie möglich Feedback zur momentanen Version einsammeln und umsetzen. Aber auch Ideen der Spieler berücksichtigen. Dafür gibt es Open Development Weekends, in denen jeder einfach ins Spiel reinschauen und Feedback dazu abgeben kann. Da es sich um eine unfertige Alpha-Version handelt, gibt es Bugs, unfertige Spielfeatures und das Spiel kann sich im Laufe der nächsten Monate auch noch stark ändern. Dies sollte man unbedingt berücksichtigen und vielleicht öfter mal reinschauen, wenn einem das Spielprinzip zusagt. Und da das Spiel so direkt nichts kostet, hat man ja auch nichts zu verlieren. Engine, Technik, Grafik. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4 und bietet damit gewohnt gute Grafikqualität und brauchbare Performance selbst auf Mittelklasse-PCs. Bei meinem Kurztest lief es eher unerwartet für eine Alpha, recht stabil und ohne starke Ruckler. The Cycle hatte aber mit massiven Pop-Ins bei einigen Gras- und Buschobjekten zu kämpfen, die mal sichtbar und mal unsichtbar waren, je nachdem wie man stand. Fliegende Pilze und Grasmodelle zeigen, dass das Design der Karte alles andere als fertig ist. Das Gunplay wirkt im Kurztest gut und flüssig. Die Monster haben sich im Kampf aber wenig glaubwürdig verhalten. Sie spawnten einfach irgendwo bzw. sprangen aus der Erde heraus und marschierten dann schnurstracks auf den Erzextraktor zu, bis sie auf die Spielfigur aufmerksam wurden und dann liefen sie halt schnurstracks auf die Figur zu oder bespuckten sie mit ihrem Schleim. So konnte man mit Seitwärtslaufen relativ gut ausweichen und die Gegner leicht besiegen. Allerdings nur, wenn der Zufallsspawn nicht direkt hinter einem oder sogar mitten in der Figur passierte. Dann hat man sehr schnell Schaden bekommen, ohne dass man wirklich hätte ausweichen können. Hier ist wohl noch allerlei Arbeit am Spawn-System und an der KI der Gegner nötig. Das wirkte auf mich jetzt noch sehr unfertig. Aber es hat wohl einen Grund, warum die Entwickler Alpha-Versionen an das Spiel schreiben. Wie spielt man The Cycle? Erstmal meldet man sich entweder als Einzelkämpfer oder gleich als Squad für ein Spiel an. Dann beginnt das Matchmaking, das allerdings momentan einige Zeit in Anspruch zu nehmen scheint. Es werden immer 20 Spieler benötigt, um ein Match zu starten. Vorher geht es nicht los. Es heißt also warten, bis die 20 Leute gefunden wurden. Derweil kann man Übungsaufgaben durchführen, um sich die Zeit zu vertreiben oder durch die Menüs klicken, aber dies wird wohl auf Dauer nicht so spannend sein. In der Nacht wartete ich dann ca. 5 Minuten, bis das Spiel endlich losging und selbst an einem Samstagnachmittag waren 3-4 Minuten Wartezeit erforderlich, bis es endlich auf den Planeten runterging. Und bei einigen Spielstarts blieb es beim Versuch und ich wurde dann bei 17 von 20 Leuten wieder aus dem Match geworfen und die Wartezeit ging von neuem los. Wenn man dann ein Match beginnen kann, wird man mit einer Kapsel auf den Planeten geschickt. Die Karte ist zumindest momentan immer dieselbe, der Standort wird dabei zufällig bestimmt. Unten angekommen steigt man aus und kann beginnen, Ressourcen für die Kontrakte zu sammeln. Kontrakte sind sozusagen kleine Sammelquests, für die man eine gewisse Menge Erz, Pilze oder andere Sachen sammeln muss. So stellt man Extraktoren auf Erzvorkommen und sammelt Pilze, nimmt Basen ein und fast alles, was man tut, lockt sowohl Monster an wie auch andere Spieler.
Diese Mitspieler kann man nun auf Entfernung um Beitritt zu einem Squad bitten, wenn man noch keine 4 Leute in der Gruppe hat, oder man kann halt auf sie schießen, was aber wohl keine gute Idee ist, wenn man nicht bereits gute Waffen und ein Team hat. Ein Match in The Cycle dauert immer 20 Minuten, weil dann die Umdrehung des Planeten dazu führt, dass die Gegend von einer Art Energiesturm überzogen wird, den man nicht überleben kann. Damit ist das Spiel in einen festen Zeitablauf gefasst. Contracts. Das Spiel bietet kleine Mini-Quests namens Contracts. Jeder Kontrakt, genau wie jeder tote Gegner, gibt einem Geld oder Ressourcen als Belohnung. Für das Geld kann man sich neue Waffen auf den Planeten beamen lassen oder es sammeln, um später im Hauptmenü mit weiteren gefundenen Materialien Waffen aufzuwerten, neue freizuschalten, Fähigkeiten zu kaufen etc. Diese Contracts scheinen zum Großteil reine Sammelaufgaben zu sein, die einen eine gewisse Menge von Erzen, Pilzen oder anderen Ressourcen besorgen lassen. Hat man diese Menge gesammelt, bekommt man direkt eine Sammel-mehr-davon-Aufgabe. Dann gibt es noch eine schwere Mission, bei der man zum Beispiel einen Laserbohrer erobern und halten muss. Dies geht dann mehr in die Richtung von King of the Hill oder ähnliche Shooter-Spielweisen. Zumindest auf den ersten Blick wirkt dies nun wenig einfallsreich und wenig interessant. Aber für einen kompetitiven Multiplayer-Shooter könnte dies vielleicht sogar reichen. Aber ich denke, mehr Abwechslung und interessantere kleine Geschichten in diesem Bereich würden dem Spiel bestimmt nicht schaden. Fraktionen. Es gibt auch bereits Fraktionen im Spiel, diese haben unterschiedliche Ausrichtungen. Zu Beginn eines Matches legt man fest, für welche Fraktion man kämpfen will, und dann bekommt man auch Erfahrungen mit dieser Gruppe. Mit steigendem Level schalten die Fraktionen dann unterschiedliche Ausrüstung frei. So gibt Korolev Heavy Industries eher schwere Waffen und dicke, aber langsame Rüstungen, während Osiris genau im Gegenteil eher Schnelligkeit und Ausweichvermögen bringt und die Independent Civilian Advisory einen ausgeglichenen Ansatz verfolgt. Ressourcen. Bei den Reisen auf den Planeten sammelt man neben Geld allerlei Ressourcen ein, die man dann fürs Craften nutzen kann. Es gibt insgesamt 18 verschiedene Materialien zu finden und einige davon sind sehr selten. Teilweise findet man auch fertige Items auf der Oberfläche und bestimmte Materialien bekommt man nur in den Gebäuden, um die gekämpft wird. Archetypen und Skins. Das Spiel bietet derzeit 5 verschiedene Archetypen, die man dann noch individualisieren kann. Soweit ich das sehen konnte, unterscheiden sich diese Charaktere nur im Aussehen. Hierzu bietet das Spiel wohl auch im Laufe der Zeit dann noch zahlreiche Skins, Emotes und Kostüme an, mit denen die Finanzierung des Spiels erreicht werden soll. Waffen und Geräte. In diesem frühen Stadium des Spiels gibt es bereits fast 30 verschiedene Waffen freizuschalten, die sich stark unterscheiden. Außerdem kann jede Waffe noch mit 4 Mod-Slots verbessert werden, sodass man sein Arsenal mit der Zeit stark an den eigenen Spielstil anpassen können sollte. Es gibt auch Zubehör wie einen Revitalisierer, mit dem man seine Squad-Mitglieder heilen kann, einen Richtscanner, der Ressourcen und andere Spieler aufdecken kann, und einen Teleporter, mit dem man einen Rückrufpunkt definieren kann, sodass man sich schnell aus brenzligen Lagen entfernen kann. Zusätzlich gibt es dann auch die sogenannten Kits. Hier kann man sich verbesserte Doppelsprungmöglichkeiten und verbessertes Ausweichen erwerben, dickere Schilde oder ein verbessertes Jetpack. Da man nur eines dieser Kits beim Start auswählen kann, liegt hier vermutlich auch noch etwas taktische Tiefe verborgen. Fähigkeiten. Ebenfalls über die Ränge bei den Fraktionen kann man dann auch noch eine Auswahl von momentan 6 Fähigkeiten freischalten. Hier gibt es Orbitalangriffe, Fallen, Heilfelder, Geschütze, Warpfelder und Radar. Da hierzu aber nur 4 Fähigkeitsslots vorhanden sind, die obendrein auch noch für Heilmittel und Granaten gebraucht werden, muss man dann gut auswählen, welche Sachen man ausrüstet und welche lieber nicht. So bringen die Fähigkeiten weitere taktische Überlegungen ins Spiel und einen Ansatz von Individualisierbarkeit der Spielweise. Spielt man in einem festen Squad, kann man vermutlich seine Ausrüstung auch ein wenig aufeinander abstimmen und als Team geschickter agieren. Erster Eindruck und Meinung. The Cycle sieht einigermaßen hübsch aus, es erinnert optisch aber sehr, sehr stark an No Man's Sky. Ein Alien-Planet mit schrägen Farbkombinationen, viel flirrende Sporen, Pilze und merkwürdige Monster. Auch das Ressourcensammeln erinnert ganz grob an das Spiel von Hello Games. Aber so wie es zum Kampf kommt, wandelt sich The Cycle zu einem kompetitiven Multiplayer-Shooter und durch den Zeitdruck der 20-Minuten-Matches entsteht ein völlig anderes Kampfgefühl. Das Absetzen auf dem Planeten an einer zufälligen Stelle weckt Erinnerungen an die typischen Battle-Royale-Titel wie Fortnite und es ist auch ein ziemlich großer Teil von diesen Spielmechaniken in The Cycle enthalten. Durch das längerfristige Verbessern der Waffen über mehrere Matches und Ansehen sammeln bei den Fraktionen entfällt aber das "Jeder fängt bei Null an", wie es für Battle-Royale-Spiele typisch ist. Ich denke, The Cycle bietet für Shooter-Fans einen interessanten Mix. Durch das Squad-System hat es auch eine starke Koop-Komponente. Hier hat man die Möglichkeit, mit seinen Freunden ein schlagkräftiges Team aufzubauen, das aufeinander angepasste Charaktere enthält.
Von daher weiß ich momentan nicht, wie gut das Spiel auf Dauer für Singleplayer-Spieler sein wird, auch wenn es sehr einfach ist, sich mit anderen Spielern direkt im Match zusammenzutun. Für reine PvE-Spieler ist The Cycle aber absolut gar nichts, zumindest im jetzigen Umfang. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass alle 20 Spieler das ganze Match über nicht aufeinander schießen, sondern nur um die Wette Ressourcen sammeln, so hat man doch keine Möglichkeit, nicht angreifbar zu sein, und Non-PvP-Matches gibt es zumindest momentan auch nicht. Und die Möglichkeit, aufeinander zu schießen, ist für die meisten Spieler halt einfach nicht ablehnbar. Meiner Meinung nach verfolgt Jäger mit The Cycle einen interessanten neuen Ansatz als Mischung aus Sammlerspiel, Loot-Shooter und Team-Shooter. Ich bin gespannt, wie es sich in den kommenden Monaten noch weiterentwickeln wird. Für eine Alpha läuft das Spiel eigentlich bereits unerwartet rund, und durch den momentanen Free-to-Play-Ansatz ohne Pay-to-Win-Komponente hat es sicher auch ein gewisses Potenzial, eine größere Spielerbasis zu finden. Was denkst du über The Cycle? Hast du es schon gespielt oder planst du dir, das Spiel kostenlos runterzuladen? Lass uns gemeinsam diskutieren in den Kommentaren oder auf meiner Webseite zapzock.de. Dort gibt es auch reichlich mehr Content zu MMOs und Wirtschaftssimulationen, Strategie und Rollenspielen. Und wenn dir sowas gefällt, würde ich mich freuen, wenn du vielleicht öfter mal reinschaust, abonnierst oder mir ein Like dalässt. Ach ja, und wenn du bei Epic Games irgendwelche Spiele spielst und nach einem Creator-Tag gefragt wirst, freue ich mich sehr, wenn du dort zapzockt einträgst. Damit unterstützt du meine Arbeit und ich danke dir dafür. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.